Herzlich willkommen zur Videolösung der 13. Serie. Wir besprechen hier die Aufgabe 1. Ich lese die Aufgabe kurz vor. Ein an einem Ende offenes Rohr der Länge L enthält Luft bei einem Bar. Dieses Rohr werde nun vertikal mit dem offenen Ende nach unten ins Wasser eines Sees getaucht, bis das Wasser das Rohr genau zur Hälfte füllt. In welcher Tiefe H befindet sich das untere Ende des Rohres? Nehmen Sie dabei an, die Temperatur sei überall und immer gleich. Ja, hier haben wir die beschriebene Situation. Wie gesagt, das Rohr hat die Gesamtlänge L und werde nun bis zur Tiefe H ins Wasser getaucht, so dass das Volumen der Luft, der darin eingeschlossenen Luft, genau die Hälfte des Rohrs füllt. Ja, jetzt können wir uns überlegen, auf welcher Höhe und wo haben wir welchen Druck. Das heißt, außen haben wir sicher mal Normaldruck oder Luftdruck. Ich nenne das PL. Dann auf einer bestimmten Höhe H, zum Beispiel hier, haben wir einen Druck, der setzt sich zusammen aus dem Luftdruck von außen plus noch dem Schweredruck des Wassers oder dem Druck der Wassersäule der Höhe H. Das heißt, in einer Tiefe H haben wir den Gesamtdruck, der sich zusammensetzt aus dem Außendruck PL und dem Term Rho mal G mal der Höhe H. Dann entsprechend in der Mitte, also bei einer Höhe H minus L Zweitel, also hier auf dieser Höhe, oder besser gesagt in der Mitte des Stabs, haben wir den Druck, der sich zusammensetzt, auch wieder aus dem Außendruck und dem Druck der Wassersäule der Höhe H minus L Zweitel. Und dieser Druck da außen entspricht natürlich genau auch dem Druck da innen, weil dieser Teil der Röhre hier, der hat gar keinen Einfluss auf den Druck. Das heißt, ich habe auf gleichen Höhen innerhalb und außerhalb der Säule durch das, dass diese Säule da unten offen ist, genau den gleichen Druck. Falls man das nicht sofort sieht, kann man sich das gut vorstellen, indem man das einfach irgendwie so schrittweise, gedanklich die Röhre verkleinert. Man kann sich vorstellen, da unten ist ja wahrscheinlich klar, dass man den gleichen Druck hat. Ich schiebe das noch ein bisschen nach oben. Hier unten ist sicher klar, dass ich hier und hier den gleichen Druck habe. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, ich nehme ein bisschen von der Röhre da weg, ich sage die Röhre ein bisschen ab. Es ist auch klar, dass ich hier und hier den gleichen Druck habe. Und dieses Prozedere kann ich eigentlich weiterführen, bis ich die ganze Röhre bis zum Trennpunkt zwischen Wasser und Luft abgeschnitten habe. Und dann ist eigentlich gedanklich auch sehr klar, dass hier auf gleichen Höhen überall der gleiche Druck herrscht. Das heißt, diese Wand hier unten hat eigentlich auf die gesamte Aufgabe gar keinen Einfluss mehr. Ja, also so finden wir eigentlich bereits mal den Druck, den das Wasser hier hat. Und dieser Druck muss natürlich gleich sein wie der Luftdruck hier. Wenn es einen Druckunterschied geben würde, dann müsste es einen Druckausgleich geben. Aber das Ganze befindet sich in einem statischen Gleichgewicht. Das heißt, der Druck vom Wasser hier an der Grenze muss genau gleich groß sein wie der Luftdruck hier. Und der Luftdruck, der ist im ganzen eingeschlossenen Luftvolumen gleich, weil für ein Gas von so einem kleinen Volumen haben wir eigentlich keinen Schweredruck, wie wir das von der Wassersäule her kennen. Das heißt, hier drin haben wir einfach einen konstanten Druck und der muss natürlich, wenn wir wissen, dass der Druck da unten diesem Druck hier entspricht, überall da drinnen gleich sein. Auf diese Weise bekommen wir einerseits mal diesen Ausdruck hier für den Luftdruck in der Röhre. Wie gesagt, er setzt sich zusammen aus dem Außendruck plus dem Druck der Wassersäule auf der Höhe H minus L Zweitel. Und wir suchen ja eigentlich den Wert H. Und den finden wir, indem wir uns noch einen zweiten Ausdruck für den Druck im eingeschlossenen Volumen überlegen.
Wir starten ja mit Normaldruck und dann führen wir diese Röhre ins Wasser ein oder tauchen diese Röhre ins Wasser und wir wissen, dass die Temperatur konstant bleibt, das heißt der Term P mal V, das Produkt aus Druck und Volumen, muss also konstant bleiben. Und wir halbieren ja das Volumen der Luft, das heißt der Druck muss sich verdoppeln. Das heißt der Druck im Rohr da drin muss genau zweimal dem Außendruck oder dem Luftdruck entsprechen. Um nun die Höhe H, bis zu welcher diese Röhre eingetaucht wird, herauszufinden, können wir diese zwei Ausdrücke für den Innendruck in der Röhre gleichsetzen. Und das kann man dann eigentlich direkt nach H auflösen. Und wir bekommen dann für die Eintauchtiefe des Rohres eine Tiefe von 22,7 Metern, weil, und das können wir direkt ausrechnen, weil wir kennen all diese Werte, wir kennen den Normaldruck, das ist der Normaldruck, der Normalluftdruck, das ist 1 Bar, wir kennen die Dichte von Wasser, wir kennen die Gravitationskonstante G und wir kennen die Länge des Rohres. Ja, auch das ist so eine typische Aufgabe zu drücken, wie sie immer mal wieder kommen. Wenn man so eine Aufgabe wie diese mal verstanden hat, ist man sicher sehr gut gerüstet für eventuelle Prüfungsfragen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Videolösung. Auf Wiedersehen!